Sie können es schon hören. Die Premiere der Oper Rundum, Entführung aus dem Sarai in der alten Benefabrik, war ein durchschlagender Erfolg. Es ist eigentlich eine Doppelinszenierung. Auf der einen Seite die sportliche und auf der anderen die kulturelle. Wie haben Sie das Gefühl? Wie spielen die zusammen? Also für mich fühlt es sich wirklich so an, als wäre das von Anfang an so konzipiert gewesen. Denn dieses Sportliche, das spiegelt ja auch ein bisschen dieses Düstere, dieses ein bisschen abseits des bürgerlichen Weidhofens existierende Dunkle, die dunkle Seite wieder. Und die passt ganz einfach wunderbar zu diesem hochkulturellen, zu dieser hochkulturellen Facette. Und die etwas ausgefallene Inszenierung, das Ganze in einen Boxring zu verfrachten, was sagen Sie dazu? Na, das finde ich durchaus eine gute Idee, dass man das Ganze sozusagen in einer gewissen Weise zentriert. Und natürlich muss man dann immer wiederum vom Boxen rauskommen in andere Konstellationen, aber dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Also, Resümee? Naja, ich finde erstens einmal eine sehr engagierte Personenführung, die also den Sängerinnen und Sängern alles abverlangt, auch turnerisch und sängerisch. Und zweitens, ich finde es ausgenommen erfrischend, diese guten Stimmen zu hören, die ganz perfekt. Und auch das Orchester, das zwar klein ist, aber sehr gut dazu passt. Also mir gefällt es gut. Was haben Sie eigentlich für Resümee bis jetzt? Also bis jetzt fantastisch, fantastische Regie, fantastische Sänger, fantastische Darsteller. Ich finde ich persönlich finde die Location großartig, weil es die Oper mal entstaubt und aus dem Theater, aus den festen Mauern herausreißt. Und das macht sehr lebendig und sehr neu. Dass das Ganze auch in einem Boxring stattfindet, ist eigentlich heutzutage gar nicht mehr so überraschend, denn auch die Frauen haben die Domäne Boxen entdeckt. Ja, also ich habe noch nie geboxt in meinem Leben, aber ich finde diesen Boxring eine großartige Idee. Und auch diese feministischen Aspekte, dass der Basta Selim eine Frau ist, finde ich eigentlich sehr erfrischend. Das bringt diese Oper in einem ganz anderen Licht. Und ja, finde ich sehr schön. Oper in außergewöhnlichem Gewande, was sagen die Fachleute? Sensationell, fein musiziert, Höchstleistungen von den Sängern, super inszeniert, ja, ohne irgendwas zu sagen. Was sagt der Professor, haben ihm die Boxer besser gefallen oder die Sänger? Bei der Anna muss man auf alles gefasst sein. Und ich halte die Anna für eines der größten Regie-Genies, die so jetzt momentan herumlaufen. Ich habe die allergrößte Freiheit, dass ich die Konstanze zu Hause bei mir beherbergen darf und vor allem, dass sie vor 3 Tagen noch gar nicht singen konnte, weil sie so die Stimme lädiert gehabt hat. Und sie hat dann ein Rezept, das von meinem Bruder empfohlen wurde, nämlich, dass man das kann man jetzt wirklich weiter sagen, weil das ist das beste Geheimnis, dass man den Honig, die Deckel von Honig, von den Honigwaben mitsamt ein bisschen Honig auszuzeln muss. Und dann so lange, bis dann nichts mehr schmeckt und dann das Wachs wegspucken. Das haben wir jetzt 3 Tage gemacht. Und hör da an, wie die Konstanze singt. Ich habe nur geplärrt bei der letzten Aria. Ich muss ehrlich sagen, ich war so fertig vor lauter Freude, weil es ist unglaublich, was man erreicht hat. Ja. Super. Herr Direktor, Oper in Weidhofen ist ja eher etwas Seltenes und die Aufführung ist auch außergewöhnlich. Was ist eigentlich Ihr Resümee? Es ist eine sehr außergewöhnliche Ausführung. Nicht nur Aufführung, sondern Ausführung, was ganz wichtig ist, aber ein sehr spannendes, zwiespältiges Experiment, die Entführung aus dem Serail in eine Boxszene, in einen Boxraum einzubinden. Ausgezeichnete Darsteller, tolle Musik, Resümee, ausgezeichnet. Erstmals hat die Regisseurin Anna Bernreitner auch echte Boxer in die Inszenierung eingebaut. Thank you.
Und ihr macht es jetzt bei einer Opernproduktion mit. Etwas überraschend. Und wie war die Zusammenarbeit? Ja, überraschend und sehr spannend. Wir als Kampfsportler haben gesagt, okay, was machen wir da in einer Oper? Im Endeffekt waren wir beide total überrascht. Die Sänger von uns und wir von den Sängern, weil irgendwo beides eine Kunst ist. Also der Kampfsport, wenn man es richtig macht, ist eine Kunst. Und was die Damen und Herren da machen, ist unglaublich. Also für mich totale Kunst. Und das zu kombinieren, ist natürlich spitze. Hätte ich nie geglaubt. War toll. Na und wie sind die Opernsänger da eigentlich von der Fitness her benannt? Ja, ganz spitze, ganz spitze. Also wir haben ein kleines Training gemacht gemeinsam. Der Ivan kommt aus Russland, ist körperlich topfit, macht einen super Job. Also wir sind begeistert. Top. Wie kommt das in Weidhofen an, Boxen mit Oper? Eine überraschende Mischung. Ja, voll super, voll lässig die Inszenierung. Was sagt der Sportfan dazu? Ja, das ist irgendwie eine ganz gewagte Kombination, finde ich persönlich, aber es ist ja mal ganz was anderes. Ne? Unterhaltsam? Unterhaltsam, naja, es ist nicht so ganz das meine ich, muss ich ehrlich sagen. Es ist nicht ganz das meine. Sie kommen ja aus der Modebranche und was sagen Sie zur Ausstattung? Ja, es fällt auf, dass alles total durchgestylt ist, also es passt, es ist alles farblich abgestimmt. Jedes einzelne Kostüm harmoniert mit den anderen. Sehr interessant und einmal ein bisschen anders. Gefällt mir gut. Ja. Lenkt eigentlich so eine Inszenierung von der klassischen Oper und vom Werk Mozarts ab? Man muss mit der richtigen Einstellung herkommen. Man kann nicht da die Oper, wie es in Wien aufgeführt wird, erwarten. Das ist einfach was anderes. Und dann, wenn man so eingestellt ist, dann ist das okay. Also die Boxer sind sehr musikalisch. Nein, Spaß beiseite. Es ist eine ganz tolle Vorstellung. Tolle Sänger, Kleinbesetzung, Orchester. Ich finde das ganz toll, wie musiziert wird. Und die Idee, das da in der alten Bändefabrik zu machen, Gratulation zu dieser Idee und zwar auch zu dieser Präsentation.